Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Bookbewohner. Hier ist euer Tastenhauer im Livestream am Samstagabend mit Yes, Your Grace, ja, euer Gnaden. Und wir sind Burgherr, wir sind euer Gnaden und wir haben einen anderen Burgherrn, einen anderen König sogar bei uns zu Gast. König Talis, der uns hier ganz bereitwillig, ohne Bedingung, naja, mit Bedingung, aber uns 3000 Männer zur Verfügung gestellt hat, um uns gegen diese Radovianer erwehren zu können. Er möchte im Gegenzug unsere älteste Tochter verheiraten mit seinem Sohn. Und wir haben dem notgedrungenermaßen zugestimmt, haben ihm aber noch einiges an Gold rausgehandelt. Wir haben jetzt 37, das ist ziemlich viel. Mal gucken, ob uns das wirklich nützt. Wir werden es sehen. Wird schon schief gehen, total schief, ja wahrscheinlich. Ich fürchte auch, König Talis ist so versessen auf diese Bücher hier, die wir selber irgendwie nie gelesen haben. Ich habe das Gefühl, dass Erik schon wieder nicht kapiert, was abgeht und dass das hier gleich nicht gut ausgeht. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese 3000 Mann behalten werden. Aber schauen wir mal, was passiert. Ich habe da so einen Verdacht. Einen gewissen Verdacht. Später in dieser Nacht. Es klopft. Zu dieser gottlosen Stunde sollte es besser etwas Wichtiges sein. Euer Gnaden, radovianische Streitkräfte wurden in der Nähe entdeckt. Wir sollten unsere Männer schicken, um sie aufzuspüren. Sie sind wegen Losulia gekommen. Erik, wir müssen etwas tun. Senden Sie einen General, um dies zu überprüfen, oder beruhige dich. Tastenhauer und seine Verdächtigung, sehr verdächtig. Wenn jemand so viel mehr hat und bei Verhandlungen nicht mal Einwände hat, ist etwas faul. Ja, das finde ich auch. Ich würde sagen, erstmal, nein, wir senden noch nicht den General. Wir beruhigen uns alle erstmal. Beruhige dich, Aurelia. Niemand ist hier, um unsere Tochter mitzunehmen. Wir sollten überprüfen, was sie vorhaben. Senden Sie einen General, um die Situation zu beurteilen. Jetzt doch? Okay. Ich werde mich morgen früh um die Sache kümmern. So, der General wird gesendet. Okay. Da gab es jetzt wohl keine Alternative. So. Wir haben jetzt tatsächlich 40 Gold, 29 Vorräte. Zeit bis zur Hochzeit ist übrigens noch 4 Wochen. Wir müssen jetzt bis dahin Stoffe kaufen, Dekorationen, eine Band mieten und Blumen kaufen. Sollten wir nicht mal ein bisschen noch ein paar Reparaturen mal starten, so Risse in der Mauer und so? Also ich habe wirklich das Gefühl, das Spiel möchte uns hier mit dem Zaunpfahl darauf hinweisen, dass Erik kein guter König wirklich ist, oder? Also so nett das jetzt auch ist, dass wir die Hochzeit vorbereiten und dass das was kostet, ist keine Frage. Aber müsste unsere Priorität bei einer feindlichen Armee, die anmarschiert, nicht sein, unsere Mauern mal zu reparieren, das Loch im Verlies abzudichten? Irgendwer will da alle weglocken. Warum erst jetzt? Das muss der Gast sein. Wer weiß? Wer weiß? Liebe Leute, ich glaube, Blumen kaufen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich würde sagen, wir kaufen Stoffe. Und alles andere warten wir erstmal noch ab. Wir haben ja noch 4 Wochen Zeit. Ich will jetzt hier nicht einfach unsere Ressourcen verschwenderisch ausgeben, wenn wir noch nicht wissen, wie es in der nächsten Runde weitergeht. Wir bekommen ja die Armee, egal wie gut das Fest ist. Naja, Chipmunk, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir diese Armee behalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auf einmal wieder abziehen und abhauen. Aber gut. Noch haben wir sie ja. Also von daher, mal schauen. So, das reicht erstmal. Stoffe kaufen, den Rest, da kümmern wir uns später drum. Oder sollten wir jetzt mal den Marktstand, ach, das können wir auch nicht mehr rückgängig machen, ne? Die anderen Upgrades, die bleiben jetzt. Ich dachte, wir kriegen jetzt vielleicht 15 Vorräte zurück, wenn wir den Marktstand wieder abbauen. Aber das wäre natürlich, eigentlich wäre das sogar logisch, aber naja. Okay, dann lass uns mal fortfahren. Je mehr, desto besser. Ja, aber dann haben wir wieder wenig Ressourcen. Nee. Wobei 15. Oder sollen wir schon mal Blumen kaufen, dass wir Blumen und Stoffe parat haben? Ich warte erstmal noch. Ich bin zurückhaltend. Ich gucke mir das erstmal an. Wir müssen erstmal klären, was mit der Situation überhaupt ist.
Irgendwann musst du es eh ausgeben. Ja, genau. Aber wenn ich es jetzt ausgebe und dann für wichtige Bittsteller keine Ressourcen mehr übrig habe, dann ärgere ich mich schwarz. Oder wenn wir vor eine ganz große Herausforderung gestellt werden, für die wir wirklich Ressourcen brauchen, dann ärgern wir uns schwarz. Ich würde gar nichts in die Hochzeit investieren, wenn Krieg bevorsteht. Könnte man sich auch draufstellen, aber die 10 Gold, die haben wir jetzt einfach mal ausgegeben. Wisst ihr das? Die haben wir jetzt auf den Kopf gehauen. Den Rest lassen wir erstmal speichern und fortfahren. Schauen wir doch, wie es in Woche 5 aussieht. Ein Monat ist vergangen. Die Dame Ada ist jetzt da. Unsere kleine Zedani, ein Bauer und unser General kommt zurück, hoffentlich mit guten Neuigkeiten. Was hast du herausgefunden? Radovianer haben Lager um unser Schloss gebildet, euer Gnaden. Camps, wenn du magst. Sie planen ihre nächsten Schritte. Die Zerstörung ihrer Posten sollte ihre Fähigkeit, Strategien zu entwickeln, beeinträchtigen, euer Gnaden. Obwohl wir jetzt die Aussicht auf eine Armee haben, sollten wir ihnen keinen Vorteil verschaffen. Sie sollten einen Blick auf die Karte werfen, euer Gnaden. Senden Sie einen Agenten so schnell wie möglich zum Erkunden der Lager. Warten Sie auf mein Zeichen, General. Ich werde Sie anweisen, wo Sie zuschlagen sollen. Ja, euer Gnaden. So, radovianische Banditen errichten Lager um ihr Schloss. Sie müssen einen General schicken, um die Posten zu vernichten. Um die Beiträge anzuzeigen, öffnen Sie die Karte, das ist jetzt hier unten offengelegt worden, indem Sie unten auf die Schaltfläche klicken. So, Audrey hat noch was zu sagen. Wir werden in 4 Wochen für die Hochzeit bereit sein, euer Gnaden. Die radovianischen Posten müssen bis dahin beseitigt sein. Und wir müssen immer noch für die Bedürfnisse der Menschen sorgen. Das richtige Gleichgewicht zwischen den beiden zu finden, könnte schwierig sein. Wenn nicht unmöglich. Mit unseren aktuellen Ressourcen müssen wir Prioritäten setzen. Ja, vor dem Hintergrund hat Chipmunk jetzt rückwirkend recht gehabt. Vielleicht hätten wir erstmal gar nichts rein investieren müssen in die Hochzeit und hätten jetzt mehr für die ganzen anderen Aufgaben übrig. Hinterher ist man immer schlauer, ne? Aus den Stoffen kann man ja auch noch Kriegsbanner nähen oder so. Je mehr Feinde zur Krönung des neuen Königs auftauchen, desto besser für die Party zur Zwangsverkupplung. Naja. So, wir gucken mal auf die Karte. Sende den General, indem du einen radovianischen Posten auswählst und auf das Lupensymbol klickst. Das Erkunden von Standorten kann zu einem Ressourcengewinn führen. In diesem Fall müssen wir die radovianischen Lager loswerden. Sie können jeden Agenten senden, um jeden Ort zu erkunden. So, die haben also hier nördlich, westlich und östlich einen Posten errichtet. Ich würde sagen, am besten ist ja schon fast, wenn wir den Posten hier im Osten als erstes nehmen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Dann erkunden wir den. So, wir haben nur den einen General, dann senden wir ihn direkt aus. Wir bestätigen das, der General wird gesendet. Eine Woche lang wird er hier den Ostposten erkunden. Alles klar. So, Verbündete haben wir jetzt hier schon eingeladen. Da kommen wir gleich noch zu. Da ist sie schon, die Dame Ada. Mal schauen, was sie zu berichten hat. Euer Gnaden, ihr habt nach mir gerufen. Ich vergesse immer, wie schön dieses Schloss ist, euer Gnaden. Ich sollte Gräf nur wirklich öfter besuchen. Dennoch, euer Gnaden, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Danke, was kann ich für euch tun? Da ist ein ruchloser Dieb, der von Herr zu Herr geht und so tut, als ob er Hilfe braucht. Er hat andere Lehnsherren in der Nähe überzeugt, ihm Gold zu geben, mich eingeschlossen. Er sagt immer, er sei ein Händler und seine Waren seien gestohlen worden. Ich bin sicher, dass er sie früher oder später besuchen wird. Ah, das ist also quasi eine vorauseilende Warnung vor einem Händler, der von gestohlenen Waren berichtet. Wie hat er ausgesehen? Hat er etwas Bestimmtes an? Ist er irgendwie aufgefallen? Er trug eine dreckige, cremefarbene Schürze und ein dunkelgrünes Hemd. Und er trug einen Hut. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Wenn ich ihn finde, lasse ich ihn so schnell wie möglich abholen oder sie? Ich weiß es nicht. Vielen Dank, euer Gnaden.
Ein neuer Eintrag hier. Das Fieber war wohl nichts Ernstes. Oh Gott, das war gut, dass wir da nichts gegeben haben, offenbar. Hier oben ist das, genau. Die Hochzeit, Ivo. Ein verkleideter Dieb. Naja, der sich als Kaufmann ausgibt. Dann schauen wir mal. Gute Idee, das mache ich auch direkt mal. Das schreibe ich mir mal gerade auf. Warnung vor einem Händler. Gestohlene Waren wurde von berichtet. Trägt Hut. Und was hat sie noch gesagt? Moment, Archiv. Ein grünes Hemd. Und ich glaube, cremefarbenes Wams hatte sie gesagt, ne? Das habe ich mir alles mal aufgeschrieben. So. Mal schauen, vielleicht muss ich noch mehr aufschreiben, aber das ist erstmal alles für den Moment. Unsere jüngste Tochter Zedani. Ja, Boa. Wie kann ich helfen, Kartoffelkopf? Ich mache mir Sorgen um Lausulia, Vater. Was wird mit ihr geschehen, wenn sie geht? Sie hat mir versprochen, sich um mich zu kümmern. Doch nun geht sie fort. Warum sollte sie lügen? Und was passiert mit Dusty? Ja, ich würde sie erstmal beruhigen. Du musst dich nicht sorgen. Lausulia wird sehr glücklich sein, wo sie hingeht. Und was Dusty angeht, es ist Lausulias Katze. Sie wird Dusty wahrscheinlich mitnehmen wollen, um ihr Gesellschaft zu leisten. Aber wenn sie nicht geht, bleibt Dusty auch hier. Ich will nicht, dass sie geht. Kannst du mit ihr reden? Es ist nicht gerade Lausulias Entscheidung. Ich bin sicher, sie würde lieber bleiben. Sie würde dich nie absichtlich verlassen. Warum tut sie es dann? Wenn sie lieber bleiben möchte, sollte sie es tun. Kannst du mit ihr reden, sie zum Bleiben überreden? Natürlich, Zedani. Ich kann versuchen, sie zu überzeugen, aber ich glaube nicht, dass das etwas ändert. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Danke. Ich sehe besser nach Lausulia, wenn ich Zeit habe. Jetzt haben wir unsere kleinste Tochter auch noch angelogen. Damit bin ich nicht einverstanden, liebe Leute. Alle Bittsteller immer hinrichten, dann erwischst du den bestimmt. Ja, genau. So, Eintrag aktualisiert. Jetzt haben wir noch einen Bauer hier. Euer Gnaden, sie haben unser Vieh genommen. Monster mit Stahl kamen in der Nacht und nahmen alles. Sicher, es gibt jetzt noch viel Gras, aber was nützt es, wenn es kein Vieh mehr auf den Weiden gibt? Können Sie uns helfen, Euer Gnaden? Jetzt wissen wir ja nicht mal, wie viel Gold der ihm hier geben will. Nee, ich würde sagen, das hat jetzt wirklich keine Priorität. Wisst ihr, was jetzt eigentlich wichtiger wäre? Dass wir uns um diese verdammten Lager kümmern. Das ist wesentlich wichtiger, als jetzt hier jedem einzelnen Bauern zu helfen, der irgendwas gestohlen bekommt von irgendwelchen bewaffneten Leuten. Vorräte könnten wir geben, Chipmunk, das stimmt. Aber das ist natürlich ein Stück weit verschwendet dann, ne? Aber du hast schon recht, es ist schon... Also Gold auf gar keinen Fall, das ist mir viel zu wertvoll. Wir geben ihm mal die 5... Säcke Vorräte hier und das muss dann genügen. Aber ich kann jetzt nicht für jeden Bauern, wenn jetzt jede Woche hier mehrere Leute kommen und sagen, oh, die haben uns angegriffen. Normalerweise müssten wir uns jetzt zügig darum kümmern, dass wir unsere Soldaten einsetzen, um diese blöden Posten wegzuräumen. Das wäre jetzt das, was eigentlich ein kluger Herrscher machen sollte. Anstatt die Löcher zu stopfen, die entstehen durch diese Überfälle. Aber nun gut. Wir können es uns nicht aussuchen. Dann nimm diese 5 Vorräte. Das sollte dein Vieh ersetzen und dir für eine Weile etwas zu essen bringen. Das ist perfekt. Danke, Euer Gnaden. Eintrag abgeschlossen. Gut, liebe Leute, steigen wir vom Thron runter. Monster mit Stahl. Es gibt keine Monster. Na, wer weiß. Meistens sind es natürlich keine Monster, na klar.
So. Ins Schlafgemach zu unserer Frau, denke ich mal, wieder zurück. Aurelia, wir müssen wieder sprechen. Schätzchen. Wie geht es mit den Hochzeitsvorbereitungen voran? Benötigst du Hilfe bei irgendwas? Ich bereite einige handgemachte Dekorationen vor. Ich hoffe, Losulia mag sie. Ah, ich bin sicher, dass sie das wird. Sie sind wunderschön, mein Schatz. Ah, die Hochzeit ist so bald und es gibt so viel zu tun. Ich denke, wir werden Enten braten und einen kalasianischen Salat haben. Ich weiß noch nichts über den Kuchen. Ich muss mit Losulia darüber sprechen. Ich lasse dich an den Vorbereitungen weiterarbeiten. Wenn du etwas brauchst, ich bin dann im Thronsaal. Wie geht es denn dir? Mir geht es gut. Ich glaube, ich könnte heute Nacht tatsächlich schlafen. Warte, nein, alles liegt an mir. Was sollen wir essen? Wo bekomme ich ein Kleid her? Na gut, sie hat schon ein bisschen Stress, aber sie ist glücklich. Das ist gut. Naja, wenn denn alles klappt. Tolle Familie, die sind sich in nichts einig. Je glücklicher sie sind, umso mehr Steuern. Also finde ich es nicht schlecht. Ja gut. Ne? Okay, so. Dann lasst uns mal mit Losulia reden. Ach, das sind komische Namen auch. Kann ich mir schlecht merken. Losulia ist nicht oben. Vielleicht weiß Azalia, wo sie ist. Dann schauen wir mal in den Gärten. Oha! Azalia, was tust du da? Euer Gnaden. Wie geht es dir, Zedani? Achso, das ist... Den Dialog hatten wir schon mal. Ja, Vater. Boah, hör auf, mit dem Schwert hier rumzufuchteln. Schwerter? Bitte sag mir, dass du keinen Kampf mit Losulia hattest. Pff, dafür ist sie viel zu weich. Sie würde keine Chance haben. Lass mich das beurteilen. Zeig mir, was du da hast. Ja, wirklich? Du wirst mit einem Mädchen kämpfen? Offenbar. Lass uns gehen. Ich glaube, soll heißen, lass uns loslegen oder so. Ich weiß wirklich nicht wie. Da ich nicht auf den Markt gehen kann, musste ich halt etwas anderes finden, also griff ich dieses Schwert. Ja komm, wir bringen jetzt mal ein bisschen was bei. Schwinge einfach dein Schwert. Was soll schon schief gehen? Da verwendet man ja keine Holzwaffen oder so. Nö, die echten Schwerter werden geschwungen. Oh mein Gott, diese Familie. Lass dich nicht von deinem Gegner schlagen und sei schnell. Das sind die Grundlagen. Halte ich es richtig? Autsch. Zu langsam. Ich bin dran. Du hast da einen ziemlichen Arm, junge Dame. Also sag mir, Azalia, was ist mit euch beiden los? Immer noch Groll? Sie hat sich in ihrer Kammer eingesperrt. Was für ein Baby. Du hast Kot auf ihrem Bett verteilt. Tu nicht so, als wäre dies der Grund, warum sie nicht herauskommt. Das ist wiederum wahr. Wird mir das eines Tages auch passieren? Ich möchte Nein sagen. Das ist, glaube ich, die ehrlichste Antwort, die wir überhaupt haben, oder? Ich möchte Nein sagen. Ich möchte nicht, dass meine kleinen Mädchen so schnell das Haus verlassen. Aber die Wahrheit ist, sobald ihr volljährig seid, müssen wir euch einen Ehemann suchen. Früher oder später. Ich glaube, ich habe vorher nicht daran gedacht. Dies rückt alles in ein anderes Licht. Ich war wütend auf sie, weil sie so anders war. Aber jetzt bin ich wütend auf sie, dass sie mich verlässt. Ich fühle mich schlecht für sie. Aber wen werde ich jetzt ärgern? Zedani ist zu jung, es ist nicht dasselbe. Ich bin sicher, du wirst eine Beschäftigung finden. Ich denke, wir sollten jetzt aufhören. Ich habe mich gerade aufgewärmt. Glaubst du, wir könnten das eines Tages wieder tun? Sie scheint ja Gefallen daran zu finden. Ist zwar ungewöhnlich für eine Prinzessin jetzt ihr Schwertumgang zu lernen, aber
wenn ihr das gefällt. Was soll schon schief gehen? Köpfung incoming. Man weiß es nicht. Och, ich würde sagen, sicher doch. Ich komme zu dir, wenn ich ein wenig Zeit habe. Ich nehme an, das wird dann nie sein. Wir machen ja kaum noch was zusammen. Thales würde dir etwas anderes sagen. Vertrau mir. Vater, es tut mir leid. Was ich Losulia angetan habe, war nicht fair. Entschuldige dich nicht bei mir. Ich weiß, ich denke, es ist am besten, ihr etwas Zeit zu geben. Ich werde es gerade biegen. Das klingt doch mal nach einer endlich mal eine vernünftige Antwort hier. Mach's gut. Mach nichts Dummes, Azalia. Zum Beispiel das Schwert in meiner Nähe zu schwingen. Habe ich jemals? Skarafas, ja, so ein bisschen. Er weiß nicht, was er will und verkauft alle. Seine Frau findet Zwangsverkupplung anscheinend auch noch richtig und die Kinder sind die einzigen, die nachdenken. Was soll das sagen? Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht machen wir es uns da aber auch ein bisschen einfach jetzt bei der Beurteilung, ne? So. Haupteingänge, das waren die hier. So, Verbündete haben wir jetzt erstmal soweit alle eingeladen, die wir konnten. Der General ist unterwegs zu dem Lager. Nachdem meine Dienste als Kutscher in Anspruch genommen wurden, bin ich zu eurer edlen Festung zurückgekehrt. Das freut mich. Extruder, unser Burgwächter, kommt wieder zurück. Sehr schön. Konntest du quasi Block direkt ablösen, der eben gegangen ist. Das ist doch perfekt. Mach nichts Dummes mit dem Schwert. Keine Angst, ich fange mit dem Gast an. Ja, liebe Leute, zurück zum Thronsaal. Und dann würde ich sagen, uns bleibt ja nichts mehr anderes übrig, außer wenn wir mit Audrey nichts mehr zu sprechen haben, aber ich glaube nicht. Wir können tatsächlich die Runde beenden, liebe Leute. Oder sollen wir nochmal zu dem befreundeten König gehen? Im Ratssaal. Ich glaube nicht, dass der noch was zu erzählen hat, aber König Thales können wir wenigstens nochmal ansprechen. Oh ja, wir können schon einiges fragen. Hast du schon etwas gefunden? Sind diese Bücher von Nutzen? Heilendes Fieber. Wie man Brechdurchfall verhindert. Etwas über Malaria. Der kennt sich in dieser Zeit mit Malaria aus? Okay. Die sind alle nutzlos. Wie geht es denn deiner Frau? Ich habe Paloma seit Jahren nicht mehr gesehen. Ist sie immer noch krank? Warum bist du so neugierig auf sie? Ja, sie ist immer noch krank, sonst wäre ich nicht mal hier. Aber wie ich dir schon sagte, es geht dich nichts an. So, wir haben also gerade gehört, er wäre nicht mal hier, wenn es nicht um seine Frau ginge. Jetzt stellt euch mal vor, er bekommt Nachricht, dass seine Frau stirbt. Was glaubt ihr wohl, wird er dann machen? Ich sag's euch. Gerade rechtzeitig zur Hinrichtung kriegst du auch gleich einen Ehrenplatz. Sehr schön. Mit hautnaher Erfahrung. Na super. Was ist los in Atana? Haben Jelis und Beravia wieder Frieden geschlossen? Warum kämpften sie nochmal? Land? Hexerei? Auch das wieder. Also, das Spiel gibt sich redlich Mühe, uns zu sagen, dass unser König echt kein guter Herrscher ist. Der weiß nicht, was in seinen Nachbarländern abgeht. Der kriegt sein Schloss nicht vernünftig verwaltet, seine Ländereien nicht vernünftig verwaltet. ich höre auf. Das macht das Spiel aber wirklich konsequent, dass sie uns hier sagen, dass Erik wirklich nicht viel auf dem Kasten hat als Herrscher. Junge, Junge. Ich weiß es nicht und es ist mir egal. Ich habe meine eigenen Probleme. Ein eigenes Problem, müsste man wohl sagen. Ist in Hagos alles in Ordnung? Ich wollte schon immer deine schöne Stadt besuchen. Warum gehst du nicht? Überzeug dich doch selbst, wie es ist. Sicher besser als dieses Rattenloch. Uiuiui, der ist ja ganz unfreundlich drauf. Immer dieses Handicap, das Y-Chromosom. Wie geht es, Ivo? Ich würde gerne ein wenig über deinen Sohn wissen, bevor, du weißt schon, die Hochzeit.
Was gibt es zu sagen? Ivo hat königliches Blut und ich bezahle genug für seine Meister, um sicherzustellen, dass er mindestens halb so schlau ist wie ich. Willst du mich nicht einfach in Ruhe lassen, Erik? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Gut, wir können mit der Hochzeit weitermachen. Ich bin im Thronsaal. Bitte lies so viel du möchtest. Oh Mann. Klingt echt nicht so angenehm, was der zu sagen hat. Der ist anscheinend wirklich völlig scheunenblickmäßig nur noch auf seine Frau und die Gesundheit seiner Frau fixiert. Das deutet Schlimmes an, wie ich finde. Okay, liebe Leute. Wir sehen den Überblick von Woche 5. Und wisst ihr was? Ich denke, wir können jetzt... Tja, wir können Blumen kaufen, eine Band mieten. Ja, ich denke, Blumen werden wir jetzt erstmal kaufen und die Band mieten. Skarafas würde beides noch nicht machen. Wisst ihr was? Dann treffen wir uns in der Mitte. Wir haben jetzt die Blumen gekauft, das kann ich auch nicht mehr... Doch, das kann ich noch rückgängig machen. Oh. Ja, wir wissen es halt nicht. Ich würde auch am liebsten das in der letzten Runde bis zur Hochzeit machen. Wenn die Hochzeit noch eine Woche entfernt ist, dann würde ich die Sachen auswählen. Und in der Zwischenzeit müssen wir halt dran denken, wir brauchen noch 15 Nahrung oder 15 Vorräte und 15 Gold für diese beiden Geschichten. Mit einer Band macht man nie was falsch, das sowieso. Metal-Leute. Ah, sehr schön. Nee, ich würde auch sagen, wir warten noch. Wir warten. Wir bleiben mal schön geduldig. Denn das kann nur gut sein. Und dann ist die Band ausgebucht. Dann gibt es eine andere. So. Da sind wieder einige Leute da. Pietro ist wieder da. Hat aber kein grünes Hemd an. Ein Soldat und da hinten ist ein Händler. Da müssen wir wieder aufmerksam sein. Audrey hat was zu sagen. Bis zur Hochzeit ist noch Zeit. Wir sollten uns die radovianischen Lager ansehen, wenn es eine Chance gibt, euer Gnaden. Gut, aber zunächst kommt unser General erstmal wieder aus der einen Erkundung. Keine Spur der Radovianer am Ostposten, euer Gnaden. Es wurde nichts zurückgelassen. Ist das eine Ablenkung? Ja, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal mit dem Westlager an dem Weg hier weiter. Senden unseren General aus. Das ist für mich hier eindeutig auch das Wichtigste, was wir machen müssen. Bring your daughter to the slaughter und dein Shirt ist schuld. Sehr gut, Skarafas. Ich habe den verstanden, kein Problem. Sehr schön. Ja, schicken wir den General los oder warten wir jetzt noch? Wir können ja erstmal gucken, was die Leute hier zu melden haben. Nicht, dass sie auch wieder was brauchen vom General. Dieser Händler hat einen Hut, aber kein grünes Hemd. Da müssen wir aufpassen, glaube ich. So, aber zunächst kommt Pietro. Euer Gnaden, denke ich. Ich weiß, dass sie hinter mir her sind. Es ist schon wieder Pietro. Über wen redest du? Gestern, als ich ins Bett ging, waren sie in meinem Zimmer. Sie bewegten die Kerzen. Sie ließen sie auf der Fensterbank. Ich lasse meine Kerzen nie auf der Fensterbank. Euer Gnaden. Und der haut wieder ab. Das ist wie so ein Running Gag wahrscheinlich jetzt hier. Unsere Frau ist da, Aurelia. Hast du Losulia gesehen, Liebling? Ich glaube, sie hat sich noch immer in ihrer Kammer eingesperrt. Sie weigert sich herauszukommen. Ich denke, es ist das Beste, ihr etwas Zeit zu geben. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Liebling. Die Hochzeit steht so kurz bevor. Ich wollte, dass sie mir beim Blumenpflücken hilft, aber sie will nicht mit mir reden. Ich nehme an, du hast recht. Ich werde mich wieder an die Vorbereitungen machen. Natürlich, meine Liebste. Killer war auch ein geiler Song. Ja, das war vor allen Dingen einer der sehr frühen Alben und Songs. Hieß das Album nicht sogar Killer oder war das... Bin mir nicht mal ganz sicher. Ist noch aus den 80ern, ne? Sehr, sehr lange her. So, der Soldat, was will der denn hier? Euer Gnaden, ein weiteres Dorf wurde von radovianischen Streitkräften überfallen. Sollten wir ihnen in ihrer Not helfen? Dies könnte große Auswirkungen auf die Zufriedenheit unseres Volkes haben, euer Gnaden. Wir können nicht zulassen, dass Radovia unser Land bedroht.
Wenn wir jetzt den General senden. Wenn wir jetzt den General senden, dann ist er 2 Wochen unterwegs. Ausgang ungewiss. Wir müssten noch 2 Lager erkunden, aber wir haben keine 4 Wochen mehr bis zur Hochzeit, sondern nur noch 3. Was machen wir nun? Und wer sagt uns denn, wenn in dem Ostlager schon nichts gefunden wurde, dass wir im West- oder im Nordlager was finden? Keine Ahnung. Wer sagt uns, dass wir hier irgendwas erreichen, wenn wir den 2 Wochen wegschicken? Ich bin ratlos, liebe Leute. Was sollen wir machen? Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wichtig ist. Ja klar, aber was ist denn jetzt wichtiger? Das hier oder auf der Karte nach den Lagern suchen? Zu den Waffen. Es fällt mir sehr schwer, ihr merkt das. Weil ich habe das Gefühl, das sind wieder völlig sinnlose Entscheidungen hier, die kaum etwas ändern. Ich hätte halt gesagt, wir müssen eigentlich die Lager durchsuchen. Weil wenn wir die Lager von denen angegriffen bekommen, dann können die nichts mehr überfallen. Wenn wir jetzt aber hinter dem überfallenen Dorf hinterher schicken, den General, und der verfolgt die nicht bis zum Lager, was bringt uns das? Das ist mir jetzt auch nicht ganz klar, ob das hier wirklich sinnig ist. Ohne Lager haben die Probleme, ihre Truppen zu sammeln, genau. Immer den Grund bekämpfen, nicht das Symptom, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Wisst ihr was, wir machen das, was wir machen müssen. Wir ignorieren das, müssen uns nämlich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Genauso ist es. Wir müssen uns auf den letzten Schlag vorbereiten, ob das den Leuten nun passt oder nicht. Hoffen wir, dass die Radovianer nicht wieder zuschlagen. Deswegen wäre das mit dem General gleich noch sehr wichtig auf der Karte. Aber es kommt jetzt ein Händler. Ich habe die Beschreibung hier noch liegen. Mal gucken. Was hast du da, Kaufmann? Euer Gnaden, ich bringe euch eine Mischung, die Krankheiten heilen kann. Sie wirkt meistens, heilt fast alles. Für 5 Goldstücke werdet ihr nichts Besseres finden. Was? Das könnte nützlich sein. It's a trap. Rattengift. Also ein Heilmittel, was fast alles heilen kann, ist ja wohl... Also bitte, Leute. Nein, danke. Eigentlich ist das viel zu offensichtlich hier, aber ich glaube, ich verzichte tatsächlich. Ein so gutes Produkt weitergeben? Aber wie können Sie sicher sein, dass Sie es nicht bald brauchen? Das könnte die perfekte Beschreibung dieses Spiels sein. Wie können die Spielenden sicher sein, dass sie XYZ nicht demnächst noch gebrauchen können? Das fasst dieses Spiel sehr gut zusammen, finde ich. Sehr, sehr schön. Fast wie so ein Meta-Kommentar. Ach, naja, ich werde es woanders verkaufen. Okay, dann verkaufe es woanders. Gut. Damit wir später die Frau des anderen umbringen. Ja, ja, genau. Ja, Nordlager oder Westlager? Ich würde sagen, das Westlager, na wobei, Nord- und Westlager liegen beide relativ nah an der Straße hier. Ich würde sagen, wir durchsuchen erstmal das Westlager. Schicken unseren General. Der wird jetzt 1 Woche lang gesendet. Kommt nächste Runde also wieder zurück. Ich verkaufe auch etwas Gutes, sagt Scarafas. Etwas, das sicherlich krank macht, kaufe ich sofort und verschenke es unseren Feinden. Sehr gut. Okay. Gut, liebe Leute. Das wären erstmal die Bittsteller in Woche 6 gewesen. Ich verabschiede mich schon mal von den YouTube-Zuschauern hier, denn wir werden uns erst in der nächsten Folge wiedersehen in einem weiteren Video. Bis dahin sage ich ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es ist nach wie vor ultra spannend und wir sehen uns in der nächsten Folge eben dann gleich wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.